Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Was ist das? Ach, Trank der Unterwasseratmung. Roher Kabeljau. Ich habe noch eine Glasflasche. Hier sind irgendwie Steine, die sich nicht einsammeln lassen wollen. Genauso wie Redstone. Oh, da sind sie. Man sieht aber, in meiner Schalkerkiste noch Platz ist. Boop. Wir haben die ja nicht umsonst. Oh, guck mal. Du geht doch was. Stein, Stein, Stein. Habe ich noch irgendwas mit voll gesteckt? Nö. Das kann aber rein. Und das kann er rein. Und das kann er rein. Das und das. Und der Kabeljau. Lapis Lazuli, die kann ruhig draußen bleiben. So. Abbauen. Abbauen. So. Und zwar. Es ist heute soweit. Ich habe euch ja versprochen, wir machen heute was Schlimmes und das machen wir jetzt auch. RPTP Fuchsturm. So. Es ist nämlich etwas passiert. Es ist etwas in mir entstanden, erwachsen. Gruselige Geräusche. So. Ich will es gar nicht sagen, aber es ist, wie es ist. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen es jetzt einfach, okay? Wir werden es jetzt einfach tun. Ich baue jetzt erstmal einen Turm. Bis nach ganz da oben. Okay? Damit beginnen wir jetzt. Bitte holt euch irgendwie ein Getränk oder sowas. Es wird schlimm. Ihr müsst jetzt was haben, was euch ein bisschen Kraft gibt, was euch hilft. So. Jetzt mache ich dieses Glasding kaputt. Okay? Okay. Ich habe das Glasding kaputt gemacht. Und jetzt, wo ich das Glasding kaputt gemacht habe, beginne ich die Glaskuppel abzubauen. Ja, ich weiß. Ihr werdet durchdrehen. Ich werde durchdrehen. Hab keinen Bock mehr auf die Glaskuppel. Glaskuppel geht mir auf den Sack. Ich finde das fürchterlich. Ich will die weg haben. Es war eine nette Idee, weil es kommt keiner rein. Aber ich weiß inzwischen, dass man trotzdem reinkommt. Also durch Liskas Turm kann man sich mitten... Es dauert ein paar Versuche, aber man kommt dann trotzdem rein. Und da ich mich von der Außenwelt abgeschnitten fühle und vor allen Dingen in jedem anderen Texture-Pack es total scheiße aussieht, machen wir das jetzt wieder weg. Ich weiß, ihr dreht durch, weil ich habe 1000 Folgen gebraucht, diesen Glaszylinder aufzubauen. Und jetzt mache ich den einfach wieder kaputt. Ich würde auch durchdrehen, aber Leute, es hilft nichts. Das geht schnell, das sind nicht viele Folgen. Ich denke mal, das werden wir mit Glück, werden wir zumindest die Hauptinsel heute schaffen. Und die andere, naja, das eilt ja nicht. Ich will nur einfach, ich will das weghaben. Es war nett, aber ich kann das nicht standen, wirklich nicht. Kann ich das mit irgendwas noch schneller kaputt machen? Nee, wird nicht schneller. Also wir müssen, schneller als so geht's nicht, aber man ist ja schnell dabei. Alter. Ja, und sonst so, erzählt mal. Was gibt Neues? Wo freut ihr euch dieses Jahr so drauf, Gaming-mäßig? Wie habt ihr die Verschiebung von Cyberpunk 2077 verkraftet? Ich muss gestehen, ich bin eigentlich ganz froh, dass sie es machen. Lieber so und dann ein vernünftiges Produkt am Ende, als wenn es scheiße wird. So, munter. Guck mal, wie schnell das geht. Ratzfatz, zwei Folgen lang zerspringendes Glas hören. Ist ja auch mal schön. Ich bin mal gespannt, wenn die Ersten es auf der Dünnmap sehen. Fuchs, was ist mit deiner Glaskuppel passiert? Was ist mit der Glaskuppel passiert? Ja, ich habe jetzt wieder Vertrauen zu euch, weißt du? Könnt ihr wieder reinfliegen hier, mir auf den Sack gehen. Ist nicht so schlimm. Komm. Ist mir lieber, als diese Glaskuppel zu haben. Ich kriege das ja nicht mal mehr mit, wenn es regnet. Das ist ja fürchterlich. Dafür waren meine Füchse immer sehr sicher, das muss man sagen. Da konnte nichts passieren. Also das muss man sagen, die waren ja hermetisch komplett abgeriegelt. Aber nicht nur die, ich halt auch. Und nee, hab da keinen Bock mehr drauf. Ich will die wieder weg haben. Wir machen da schön normalen zwei hochstufigen Zaun. Zwei Stufen, vielleicht sogar drei. Damit da wirklich nichts passieren kann, falls ein Fuchs doch mal abhaut. Aber ich denke, die hauen eh nicht ab. Insofern alles entspannt. Irgendwie scheint die jetzt den Turm geradet zu haben, ohne mich. Keine Ahnung. Die wollen nicht, dass ich mitspiele. Niemand mag mich. Naja, so ist das dann halt. Ich muss damit leben, dass ich alleine bin. Ich öffne jetzt extra schon meine Kuppel, um wieder sozialer zu werden. Ja. Bin mal gespannt, wer es als erstes merkt. Ja. Bin mal wirklich gespannt, wer als erstes merkt, dass das Ding weg ist. Wir lassen dann eben noch so drei Stufen Glas erstmal noch da am Ende. Damit wir erstmal noch den Schutz noch haben.
Das ersetze ich nämlich dann erst nach und nach mit Zaun, weil ich glaube, ich habe aktuell noch gar nicht genug Zaun. Das soll dann wieder Birkenholzzaun werden. Und den habe ich inzwischen aber, glaube ich, für was anderes verbaut. Deswegen haben wir den Original-Birkenholzzaun nicht mehr, den ich damals dafür benutzt habe. Überleg mal, ey, das ist der ganze Sand. Der ganze Sand, der jetzt hier gerade wieder zermeddelt wird, ey. Wahnsinn. Noch geht's, noch kann ich zurück. Noch könnten wir abbrechen und es einfach wieder heile machen. Das wäre noch möglich. Aber nee, komm. Das nervt mich halt einfach. Vor allem sieht halt echt kacke aus. Du hast die ganze Zeit den Schatten der Glasblöcke, die da immer dein Haus lang ziehen. Da wirst du kirre von. Das ist ungefähr so, wie wenn du so eine Windmühle hast, die ganze Zeit dann Schatten wirft. Über dein Haus drüber. Nervt. Nervt. Wow, Schelikowski, das war mal ein Lag. Nun hatte ich auch mal ein Lag, aber man muss echt sagen, dafür, dass hier nicht mehr ganz so viele sind, aber trotzdem immer noch viele, geht's wohl. Leckige Leckigkeit, leckige Leckigkeit. Ja. Ja, geil. Ach ja, so ist das all, ne? Aber wenn das mal nicht tiefenentspannt ist, also wenn das wäre jetzt normalerweise, wenn ich jetzt nicht Let's Play würde, würde ich mir jetzt nebenbei ein Hörbuch anmachen. Irgendwie Professor van Dusen, irgendwas, ne? Das kannst du so perfekt nebenbei machen eben. Was ist das scheiße? Ach, es fühlt sich irgendwie schrecklich an, aber auch befreiend. Wie viel ist denn das noch? Alter Kackdreck. Oh nö, das dauert ja fast genauso lange, wie das hinzustellen. Oh nö. Was hat denn der Fuchs heute gemacht? Der hat tonnenweise Glas zerstört. Dass er mühevoll stundenlang aufgebaut hat, ey. Ich will nicht wissen. Ihr könnt es ruhig in die Kommentare schreiben. Wer hat jetzt aufgeschrien oder hart gesäuft? Bitte in die Kommentare rein. Ich bin euch auch nicht böse. Ist alles gut. Ist alles gut. Könnt die Folge auch ruhig überspringen. Oh Gott. Ah, jetzt setzt die Musik ein. Sie befreit mich. Alles gut. Es wird alles gut werden. Du, man muss halt auch manchmal dazu stehen, wenn man was gemacht hat, was einfach einem nicht mehr gefällt. Das ist wie so ein... Das gefällt mir halt nicht mehr. Ich fand es erst beeindruckend und ich bin auch stolz auf uns, dass wir das gemacht haben. Ich fand es auch toll, als wir den letzten Glasblock gesetzt haben und allesamt darauf angestoßen haben. Es war schön. Doch jetzt ist die Zeit des Abbruchs, des Umbruchs, der Veränderung. Ja. Das Glas muss weg. Wir wollen frische Luft haben. Wir wollen die Natur und die Naturgewalten wieder spüren. Ja. Wir wollen frei sein. Ich bin echt gespannt, wer es als erstes sieht. Ich denke mal Liska. Liska, die guckt immer genau nach, was auf der Dinmap abgeht. Liska hat auch meine Badewanne direkt gesehen. Hast du da eine Badewanne gebaut? Das Ding stand gerade mal eine Stunde oder so. Zack, Liska schreibt mich schon an. Das ist doch da eine Badewanne. Also, yo, das ist richtig. Wie konntest du das jetzt schon sehen? Oh, hin und wieder muss man mal auf die Dinmap gucken, ne? Bisschen gucken, was so los ist auf dem Server, ne? Bisschen gucken, würde ich auch so machen. Ah, sieht doch jetzt schon viel besser aus, oder? Ohne diese ganze Glaskacke. Das ist doch einfach geiler. Komm. Ups, scheiße. Kann man erzählen, was man will? Ich werde hier nachher runterfallen. Ich sag euch das. Warte, wir machen das jetzt in zwei Schritten. Doppelschritt. Ich bräuchte jetzt hier so ein Ding, das das schneller macht. Irgend so eine Glasvernichtungsaxt oder sowas. Projekt Entglasung. Ich darf nur die Folge so nicht nennen, sonst wissen alle schon gespoilert, was abgeht. Im Thumbnail muss auch irgendwas ganz anderes drin sein. Ich habe so tensionmäßig gesagt, das wird etwas Grausames passieren. Und dann ist es gar nicht so schlimm. Es ist nur verrückt. Nabend. Die Aufgabe Dorfheld erledigt. Jo, Graz Allahumib. Abrissmeister Blaufuchs. Komm, Skren. Skren? Was ist das, Skren? Ich bin erst bei meinem Dach. Alter, scheiße, Leute. Ich habe gesagt, das schaffen wir in der Folge. Ich nehme alles zurück. Oh Gott. Letztens meinte noch jemand in den Kommentaren, ob ich nicht mal meine Videos cutten kann. Nee.
Muss man durch, ne? Da muss man jetzt durch, muss man da. Oh, nö. Oh. Alter, das fühlt sich noch endlos an. Wir haben noch nicht viel geschafft. Guckt euch das mal an. Scheiße. Oh, nö. Ich brauche Operation Hilfe. Leute, wer hat Bock, mir zu helfen? Ich habe hier Operation Abriss. Jemand Lust und Zeit? Aber keine Scheiße bauen. Das ist wichtig. Sonst muss ich euch bannen. Okay, warte. Ich porte euch jetzt nach und nach zu mir. TP Skytrap zu mir. TP Alahumib zu mir. TP TP Domilium zu mir. TP Xi zu mir. TP Chaos Flumi zu mir. Noch wen vergessen? Ich baue meine Glaskuppel wieder ab. Und es dauert 1000 Jahre. Also, wer Bock hat, schön brav Glas zerkloppen und die letzten drei Reihen unten stehen lassen. RP at member Alahu Mip. Chaos Flummi. Crazy Shark. Skytrap. Oh, ihr Nasen. Sind sie doof. Ich baue mal noch einen Aufgang. So, habe ich wen vergessen als Member zu adden? Fragezeichen. RP at member Domilum. Boop. Dann Domilum. Heiner Dienchen. So. Sürele. Jetzt geht's los. Wir gehen nach oben. So, und denkt bitte dran, die letzten drei Reihen Glas stehen zu lassen. Ausrufezeichen. Ich habe an der Tür zu meiner Insel einen Aufgang gebaut. TP Danny Tech nach hierher. Puff. RP at member Danny Tech. Ganz loslegen. So. Du geht's los. Wenn du Bock hast, kannst du mitmachen. Glaskuppel geht raus. Manchmal muss man sich auch mal die Community dazu holen, weißt du, damit ich das nicht alleine machen muss, ne? Wenn schon so viele da sind. Das geht auch gleich viel schneller, ja? Ah, so geil.
Man muss auch mal einfach entspannt die Glaskuppel wieder abreißen. Ist das nicht schön? Hashtag Operation Entglasung. Seht ihr, ich habe mir extra die Mühe gemacht und Kollegen dazu geholt, damit ich das nicht alleine machen muss. Ich würde sagen, erstmal Mitte, sonst gibt es später Probleme. Ja, da muss man mit ein bisschen Strategie beigehen, ne? Sonst lübt das nicht. So, ist das nicht geil? Guckt euch das an. Fleißig, fleißig, wie die Bienchen. Die hoffentlich bald mal kommen werden. So, weiter geht's. Ich hau mal so viel von dem oberen Glas weg, was geht. So. Vorsicht, Allahumib. Mir nicht das Glas unterm Arsch weghauen. Ja, der Trick ist da... Ausflug wie böse. Was wird hier... Was passiert hier? Wenn jemand beide Füchse freilässt oder was klaut, muss ich euch verprügeln. Muss ich euch bannen. Ohne Spaß. It's based on trust here. Ja, so viele Leute habe ich noch nicht Zugang zu meinem Baum gewährt, ne? Das ist schon, das ist natürlich schon auch eine intense Situation. Jetzt könnt ihr natürlich theoretisch jeder jetzt mal eben die Füchse freilassen oder klauen oder was auch immer. Das wollen wir natürlich nicht. Uah. Es sind einfach viel zu viele Leute. Ah, schön. Guck mal, hier, ein paar Leute bauen das Glas mit Sanftheit ab. Das heißt, das Glas bleibt heil. Und sowas habe ich natürlich nicht. Ich knall das hier so kaputt, ne? Ganz klar. Das ist das erste Community-Projekt, was wir so richtig gemeinsam angehen. Und es ist so spontan. Einfach mal Glas wegknölzen, ja? Was habt ihr denn heute Abend mit dem Blaufuchs zusammen erlebt für ein Abenteuer? Wir haben Glas kaputt gemacht. Tonnen! Guck mal, wir sind jetzt eine dicke Truppe hier und das dauert noch lang. Ist ja unglaublich. Stell dir mal vor, ich hätte das wirklich alleine gemacht. Um Gottes Willen. Das hätte ja endlos gedauert. So. Ist das nicht schön? Hashtag Freiheit. Hashtag frische Luft. Hashtag endlich atmen. Das ist wieder einfach zusammenrücken. Näher kommen an die Community ran, weißt du? Vertrauen. Ja, unten arbeitet schon jemand die Abreihe 3 weiter. Das ist sehr gut. Das ist sehr schlau. Sehr klug. Und da stürzt wieder jemand ihn ab. Ah, ist das cool. Ah, so geil. Hashtag Freiheit. Das ist so geil. Ich finde das gut. Ich finde das wirklich cool, dass hier jetzt auch so viele mitmachen. Ja, klar. Warum nicht? Was zerkloppen ist auch mal schön. Normalerweise baut man in Minecraft ja eher was auf, ne? Aber wir reißen auch halt einfach gemeinschaftlich mal was ab. Ist auch nicht verkehrt. Ne? Ist auch nicht verkehrt. Da schreit der Horn, da schreit der Horn. Ich
Da ist der Flummi hier wieder. So, meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.